Alter, es geht nur ab. Wow, du kannst mich normalerweise gar nicht sehen. Ja, was bist du denn für ein gepanzertes Transformer? Hallo. Eieiei. Nein, nein, den brauche ich noch, den brauche ich noch! War hier vorne wenigstens Feuerpunkt, habe ich gar nicht drauf geachtet. Nicht, dass ich von da oben wieder anfangen muss. Ah, zum Glück. Uni. So. Ja, ja, bla bla. Wow! Hinten den Rücken. Klar! Oh, ich hab doch schon den Panzermodus drin, ne? Meine Güte, ey. Fickte Axt. Oh, ey, das gibt's doch ja nicht. Das ist doch nicht so schwer. Weg da! Oh, geh doch da rein jetzt. Gehst du da rein jetzt? Jetzt aber. Mann, ey, Spiel. Weg da. So, bleibst du. So. Wo ist der Rekin? Da ist der Rekin. Wow. Wo? Hä? Da ist eine, da ist eine. Wo ist denn der? Nee, das ist der falsche. Wo ist denn der ganz starke? Durch da. Fall einfach raus. Oder ist das der ganz starke da? Da ein bisschen uns gewähren. Nächsten. Oh. Da war der starke. Verdammt. Muss mal weg in die Hände. Wow, 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 wow. Komm ja nicht zu nah. Oh, verdammte Scheiße. Mann. Wie soll ich denn den Tod kriegen? So, Snipergewehr. Gut, das war klar. Rein mit dir. Na, gehst du rein da? Ja, schaffst du es noch? Gut. So, bla bla, der ist angeflogen, kennst du schon, was brauchst du da? Das ist ein Headshot. So, jetzt wird nur noch der ganz starke. Mal im Stealth-Modus ein bisschen vorschleichen. Dann schon mal die Panzerfaust rausnehmen. Und mal auf den. Schießen. Er weiß instant, wo ich bin. Obwohl mit Tarnmodus. Er weiß sofort, wo ich bin. Das finde ich voll unfair. Munition lasse ich da jetzt mal. Dauert eh 1000 Jahre, bis ich da wieder reinkomme. Natürlich klebt mich in der Laterne fest. Muss man den erst noch speziell besiegen, oder wie?
aktiviert. Wo denn jetzt? Hä? Wo ist er denn? Da ist er. Das ist echt ein verfickten Kopf. Ging's ja ein bisschen Schiss, da gerade zu dem hinzugehen. Nein. Los, lade ich auf, bitte. Yeah. Ja, geht doch. Ich bin jetzt in 500. Ah, und ich hab schon. Oh. Ich weiß, was ich noch hole. Ich werde mir noch die Muni von hinten holen. Falls wir so ein fettes Viech da ankommt, habe ich wenigstens wieder ein bisschen Raketenwerfer im Mund. Irgendwo ist gar keine so schlechte Idee. Snipergewehr habe ich auch einige Munition verbraucht. So, geht weiter. Oh, nix. Aber die Grafik ist schon richtig geil. So jetzt. Taxi. Ach doch. Hoffentlich kommt da hin ein Speierpunkt. Hoffentlich. Komm, Stealth. Spring da rein. Oh, neue Musik freigeschaltet. Nicht schlecht. Scheint wie Cutscene zu kommen. Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Okay. Lass ich doch noch kurz mal hier fahren. Okay. Ich habe leider schlechte Nachrichten. Das Verteidigungsministerium will die Rawson-Flugbarriere sprengen und mit der Überschwemmung des unteren Teils der Stadt die Seth auslöschen. Wahrscheinlich ziehen sie diesen Wahnsinn trotz meiner Proteste durch. Und dann sollten sie nicht unter der Erde sein. Begeben sie sich rasch zum Zentrum der Alien-Struktur, Alcatraz. Und dann raus. Wir haben nicht viel Zeit. Wird doch gemacht. Und die Musik ist auch gar nicht mal so schlecht. Die ist auch richtig geil. Na, achso, Ladescreen. Schieße in kontrollierten Feuerstößen, um deine Präzision zu erhöhen. Ach, sag bloß, der TIFF wäre so hilfreich. Ohne den könnte ich nicht das Spiel spielen. Ansonsten würde ich 1000 Jahre noch öfter draufgehen, als wenn ich jetzt schon draufgehe. Oder als ich jetzt schon draufgehe. Mann, dass die Tipps immer so hilfreich sind. Ich benutze ungern billige Analogien zur Fauna der Erde. Hauptsächlich, weil ich dann wie Nathan Gould klingen würde. Aber womit wir es hier zu tun haben, entspricht vermutlich ungefähr einem Insektenbau. Der Grad der Alien-Infizierung dieser Tunnel ist wahrscheinlich ziemlich hoch. Finden Sie Reeves und seine Männer. Ich habe den Kontakt zu ihnen verloren, als sie das U-Bahn-System betreten haben. Aber seien Sie vorsichtig. Sie müssen da in einem Stück wieder rauskommen. Greife die Kern. Finde Reeves und sein Team wird aktiviert. Ey. Ey, bleib hier, du alle Kakerlake. Okay. Nee, ich wollte sagen. Wow. Ich hab das rote Licht zwar gesehen, aber irgendwie hat es mir eben doch noch beim Hochspringen erschreckt. Es sah so leicht. Ah, coole Übersicht. Sieht soweit sauber aus. Ah, brauche ich nicht. Munition habe ich voll. Na, dann kommen die ersten. Ah, okay. Nanovision aktiviert. Das war garantiert durch E in Hand.
Ja, mal weitergehen. Wow, 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 wow. Immer ruhig, immer ruhig. Gut, dass beide machen. Es hat mich aber eben gerade nichts gewarnt, dass du hinter mir auftauchst. Oder habe ich das überhaupt ausgewählt? Tatsache. Markiert. Ah ne, da. Ein, aus. Jetzt ist er an. Glaube ich doch mal. Ui, was ist das? Markiert Wege der Feinde. Gibt beim Fallen zusätzliche Kontrolle. Ruhig nicht. Was? Ich brauche mehr auf Stealth. Dass ich weniger Energie beim Stealthen verbrauche. Oh, Kritzi. Ich benutze ungern billige Analogien. Ach, halt die Klappe. Der Erde. Hauptsächlich, weil ich dann wie Nathan Gould klingen würde. Aber womit wir es hier zu tun haben, entspricht vermutlich ungefähr einem Insektenbau. Halt die Klappe. Der Grad der Alien-Infizierung dieser Tunnel ist wahrscheinlich ziemlich hoch. Was? Finden Sie Reeves und seine Männer. Ich habe den Kontakt zu ihnen verloren, als sie das U-Bahn-System betreten haben. Ja, halt die Klappe. Aber seien Sie vorsichtig. Sie müssen da in einem Stück wieder rauskommen. Greife den Kern des Hive an. Finde Reeves und sein Team. Ja, kennen wir, da ist hier. Bla bla. Man nicht zu viel sprinten. Nanovision aktiviert. Nanovision aktiviert. Okay. Halt. Tarnfeld aktiviert. Jetzt kommt der hinter mir. Der über. So. Das ist mir wenigstens die 100 Punkte gegeben. Da stand doch gerade einer.